Moin Leute, bevor das heutige Video losgeht, ein kleines Dankeschön an euch, denn ich habe gesehen, dass mein erstes Parfum Oud 31 der drittbeliebteste Duft des Jahres 2023 auf der Plattform Parfumo ist. Das ist sehr, sehr krass und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich herzlich bei euch bedanken, dass ich überhaupt ansatzweise in der Nähe von so einer Marke wie Louis Vuitton stehe. Finde ich persönlich einfach ultra krass, denn man muss ja auch wirklich bedenken, ich bin noch ein ziemlicher No-Name, was die Marken angeht und das ist für mich einfach eine sehr, sehr große Ehre und deshalb vielen Dank an alle, die den Duft getestet und natürlich auch bewertet haben. Und an dieser Stelle auch schon mal ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video probiere ich etwas, was fast schon als Blasphemie wahrgenommen werden könnte, denn ich werde meinen eigenen Duft Oud 31 layern mit verschiedenen Düften, die mir vorgeschlagen wurden von euch. Und da ist auf der einen Seite erstmal natürlich der The Hedonist zu nennen, denn diese Idee kommt gar nicht von mir, sondern die kommt von der Tiziana, die Markentrainerin ist für die Marke Ex Nihilo, für die Marke Fragrance Dubois und unter anderem auch Spirit of Dubai. Und die Story ist die folgende. Ihr Freund hatte mal meinen Duft getragen und den Duft The Hedonist darüber gesprüht von Ex Nihilo. Und sie konnte scheinbar die Finger nicht mehr von ihrem Freund lassen an diesem Tag. Und das hat sie mir dann eben auch erzählt und aus diesem Grund habe ich dann eben gesagt, okay Leute, schlag mir mal vor, mit welchen Düften ich meinen Oud 31 denn layern soll. Und es ist eine ganz spannende Idee, weil tatsächlich der Duft ja so eine starke und polarisierende Wirkung hat, dass man sich echt fragt, okay, vielleicht wenn ich den mit anderen Dingen kombiniere, wird er vielleicht sogar noch kräftiger oder wird er vielleicht ein bisschen leichter. Und deshalb habe ich in der Woche, wo ich in Cannes war, auf der großen Parfummesse, habe ich jeden Tag einen anderen Mix, den ihr mir vorgeschlagen habt, von Oud 31 getragen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall sichergestellt, dass ich jeden Tag in Cannes nach meinem eigenen Duft rieche, aber habe eben verschiedene Variationen damit reingebracht und die besten präsentiere ich euch jetzt heute. Und das, was ich mir jetzt extra dafür nochmal geholt habe, ist diese Reisegröße von The Hedonist, was für mich persönlich einfach ein wunderschöner, frischer, alltagstauglicher Herrenduft ist. Der hat so eine gewisse metallische Note, die den, finde ich, sehr elegant macht. Und es ist trotzdem so einer dieser typischen französischen Bürodüfte. Das heißt, wenn du noch nach einem guten Büroduft suchst und du möchtest nicht darum laufen mit Dior Sauvage und so weiter, dann kann ich dir The Hedonist auf jeden Fall empfehlen. Schreibt sich übrigens so. Ich hoffe, dass die Kamera das jetzt mal scharf stellt. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Autofokus. Genau, The Hedonist. Und das eben kombiniert mit Oud 31, kann ich sagen, ist für mich eine leichtere Version von Oud 31 und ich kann sehr, sehr gut verstehen, warum die Tiziana das so gut fand, weil Oud 31 an sich ja ein sehr dunkler, ambrierter, intensiver Oud-Duft ist und dadurch, dass man den jetzt hier mit layert und ein bisschen so diese frische Komponente noch mit reinbringt, bekommt der Duft einfach eine Leichtigkeit, die er vorher nicht unbedingt hatte. Es gibt zwar einige Hardcore-Fans da draußen, die den Oud 31 auch sehr, sehr gerne im Sommer tragen. Ich muss auch ehrlich sagen, mir geht das sehr gut. Ich habe gestern wieder einen Flakon an Saudi-Arabien verkauft, also geht es nicht nur mir so. Da ist das, glaube ich, auch völlig normal, dass man so Heavy-Hitter auch im Sommer trägt. Aber tatsächlich, für alle, denen das ein bisschen zu schwer ist, denen kann ich empfehlen, das auf jeden Fall mal vielleicht mit einem Zitrusduft zu layern. Wie zum Beispiel den Isola Blue von Roger Parfums, dem dieser Duft hier ein bisschen ähnlich sieht. Oder eben zum Beispiel der Ex Nihilo The Hedonist. Ja, das passt sehr, sehr gut. Und beim Layern kann man das entweder direkt auf der Haut aufsprühen oder man mischt die Sachen wirklich in einem separaten Reisezerstäuber. Das habe ich jetzt für den Test so gemacht und das funktioniert meiner Ansicht nach auch sehr, sehr gut. Eine weitere Empfehlung, die ich von euch bekommen habe, ist dann, meinen Duft doch bitte mit dem War and Peace von Ariche Le Doré zu leeren, wo ich mir gedacht habe, auf diese bescheuerte Idee muss man auch erstmal kommen, ja. Aber tatsächlich habe ich noch einen alten War and Peace Flakon vor einer ganzen Weile gekauft mit 5 ml Restinhalt oder 10 und ich habe den tatsächlich dann einmal abgefüllt und 1:1 mit Oud 31 gemischt. Und was soll ich sagen, Freunde, die Idee ist gar nicht so verkehrt gewesen, denn dieser Duft ist an sich ja eigentlich ein sehr animalischer, sehr ledriger und sehr rauchiger Duft, der auf jeden Fall sehr stark polarisiert. Und das aber mit Oud 31 zu mischen, gibt irgendwie so ein bisschen Süße mit dazu. Die Rose, die in beiden Düften drin ist, verstärkt sich. Und dadurch werden beide Düfte eigentlich sehr, sehr schön miteinander kombiniert. Und in Kombination bekommst du einen sehr tragbaren, wunderschönen Oud-Duft, der noch so ein kleines bisschen diese dunkelledrige Note von War and Peace hat. Also wer das machen möchte, man muss natürlich an der Stelle sagen, dass der War and Peace inzwischen für über 1000 Euro die 50 ml gehandelt wird. Oder ich glaube, es sind sogar nur 30. Und der Oud 31 mit 370 Euro ja jetzt auch nicht der übelst günstige
günstige Duft ist. Der bekommt damit aber tatsächlich eine sehr schöne Kombination. Und es gibt auch einen Zuschauer von mir, den Frederik Gieselbach heißt er, glaube ich, der regelmäßig irgendwelche krassen orientalischen Düfte mit dem Udo 31 mischt. Liebe Grüße an der Stelle, ich sehe natürlich jede einzelne Story von dir. Die nächste Kombination geht ein bisschen in Richtung von dem ersten, also von dem leichteren Oud 31, und das war den zu paaren mit dem Red Redemption von Ojar. Und zwar nicht das Spray Parfum, sondern tatsächlich das Öl. Und was ihr hier in Kombination bekommt, ist auf der einen Seite eben einen sehr schönen, intensiven, rosigen Duft, der einfach richtig davon profitiert, dass der Ojar-Duft diese wunderschöne, ich sage mal Luxus-Klamottenladen-Atmosphäre hat. Das heißt, dieses leicht mürre, Weihrauchartige, was so ein bisschen in der Nase kitzelt, das ergänzt sich wirklich sehr, sehr gut mit dem sehr dunklen und starken und kräftigen Oud 31. Das heißt, auch hier hast du den Fall, dass sich nicht zwei gleiche Düfte extrem miteinander verstärken, sondern dass die eher so ihre gegenseitigen Stärken und Schwächen ausspielen, und insgesamt bekommst du hier einfach wieder eine etwas leichtere Variante, die aber definitiv in die orientalische Richtung geht. Das heißt, wer zufällig beide Düfte besitzt, kann das auf jeden Fall mal probieren, und den Red Redemption werde ich auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken, denn es ist mein persönlicher Lieblingsduft von Ojar, eine ganz, ganz, ganz fantastische Marke, die du auf jeden Fall mal getestet haben solltest. Was für mich aber so ganz und gar nicht funktioniert hat, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mit euch teilen, bevor ich euch noch einen allgemeinen Tipp für Layerings im orientalischen Bereich mitgebe, ist tatsächlich die Kombination von Roger Parfums, Amber Oud Absolu Précieux und dem Oud 31. Und das hat für mich persönlich einfach nicht geklappt. Ich glaube, es liegt daran, dass die beiden Düfte sehr gleich sind und sich deshalb nicht irgendwie groß miteinander ergänzen können, sondern einfach irgendwie so ein bisschen dasselbe machen. Das heißt, was dabei rausgekommen ist, ist tatsächlich eine weniger starke Version von Oud 31, weil der Oud 31 so extrem stark ist und so extrem lange hält, dass er selbst den Amber Oud in der Absolu Précieux Variante, die ja 1000 Euro die 30 Milliliter kostet, also ich glaube fünfmal so teuer ist, einfach gnadenlos überdeckt. Da leider auch nicht so, dass es genauso lange hält, sondern die Haltbarkeit wurde einfach schlechter, weil der Amber Oud Absolu Précieux nicht so lange hält wie der Oud 31. Und dementsprechend hast du so ein bisschen eine verwässerte Version gehabt, die eigentlich genauso gerochen hat wie Oud 31, weil es irgendwie derselbe Schnack ist, beides ambrierte Düfte. Und das hat mir persönlich einfach gar nichts gebracht. Also an dieser Stelle bitte merken, wenn ihr gleiche Düfte miteinander kombiniert, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, und dann kann eben auch sowas dabei rauskommen. Und zu guter Letzt natürlich noch der allgemeine Tipp, wenn ihr im orientalischen Bereich unterwegs seid und ihr möchtet euren Duft gerne etwas boosten, etwas verstärken, dann solltet ihr am besten auf ein orientalisches Parfumöl zurückgreifen, ein sogenanntes Attar. Zum Beispiel eine reine Oud-Destillation, eine Sandelholz-Destillation, ein Roseöl oder ganz viele verschiedene Attars, die es im arabischen und orientalischen Bereich einfach gibt. Was bei Oud-Düften immer extrem gut funktioniert, ist einfach nochmal ein Basis-Oudöl mit dazu zu nehmen. Egal, ob das günstig ist oder ob das eher teuer ist, könnt ihr beides machen. Es wird in den meisten Fällen die Haltbarkeit von dem Parfum deutlich verstärken und das Ganze natürlich noch ein bisschen udiger machen. Und ich weiß, da muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen, wer da wirklich Bock drauf hat, denn es gibt sehr viele Leute, denen ist es ja eher zu viel Oud anstatt zu wenig, aber wer Lust hat, ein bisschen mehr auf diesen udigen Kick, ein bisschen mehr Animalik oder einfach eine bessere Haltbarkeit, für den funktioniert ein reines Oud-Destillat vor der Parfumanwendung zu benutzen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und tatsächlich kann man das ja auch mit den Ojar-Ölen sehr gut machen, dass man ein Ojar-Öl einfach aufträgt und dann nochmal mit einem anderen Parfum drüber sprayt. Das ist wirklich eine super einfache Art und Weise zu layern, die ich gerne auch in Zukunft nochmal ein bisschen erklären werde. Das sind aber auf jeden Fall 5 Kombinationen von Oud 31 mit verschiedenen Düften, die ihr mir vorgeschlagen habt. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und ganz cool zu sehen, dass so ein polarisierender und wirklich intensiver Duft doch mit so vielen verschiedenen Dingen kombinierbar ist. Hätte ich persönlich auch nicht gedacht, finde ich aber cool. Das heißt, wenn ihr noch ein Sample zu Hause habt oder einen ganzen Flakon, probiert das gerne mal aus. Ich fand es auf jeden Fall ein ganz spannendes Experiment. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.